Servus und hallo hier wieder zu einem Let's Play mit mir Liriax in Omegania. Und zwar sind wir ja letztes Mal gewesen bei der Produktion und beim Handel, beim Umschlag von diesem Umschlagplatz hier und wollten einen großen Anlegestelle bauen. Und jetzt sehen wir auch mal hier, das habe ich hier letztes Mal gar nicht beachtet, wie viel wir denn hier so pro Monat für die jeweiligen Sachen ausgeben. Und da sehen wir, wir geben 67.000 pro Tag nur für Ressourcen für die Prozessoren aus, die wir irgendwo herkaufen. Das Roherz kostet uns 117.000 Simmerlins pro Tag und Rohöl 244.000 pro Tag. Und das, obwohl wir auf der anderen Seite das eigentlich sogar produzieren. Also wir verbrauchen richtig viel Kram, und damit wir das noch weiter kriegen und damit wir das in ausreichendem Umfang kriegen, werden wir jetzt hier dieses großartige Portal bauen, und da setzen wir jetzt noch ein Roherzlager dran. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo wir die denn hinsetzen, weil ja, ich glaube, hier können wir nichts mehr bauen. Hier könnten wir noch was errichten, was anders ist, deswegen legen wir am besten das Roherz hier hin. Und was wir dann auch noch brauchen, ist die Prozessoren. Und als drittes haben wir dann natürlich das Öl. So, Rohöl haben wir leider nicht mehr genug Simulins für. Läuft natürlich auch immer die Geschwindigkeit nicht mehr so schnell, wenn wir dann hier das Ganze auf dem Baumodus haben. Und da hoffe ich jetzt mal, dass hier schön viele Schiffe anlegen und uns schön viel Waren vorbeibringen. Gerade mal nochmal gucken, wie das Ganze aussieht. Ja, der Import muss hier noch selbst eingeschaltet werden. Das machen wir aber auch gerne. So, und jetzt können wir aber schon hier hingehen und das Öl, da ist das Öl, das bauen wir hier hin, und leider für 80.000 könnte man dieses Pad, diese Plattform bauen, damit wir endlich mal einen sehr schweren Transporter sehen, aber das habe ich momentan leider nicht in meiner Westentasche, deswegen müssen wir da auch wieder warten. 80.000 ist natürlich schon mal auch wieder ein Batzen Geld, das müssen wir uns erst wieder erspielen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir das behalten? Also was spricht dafür, dass wir hier diesen Handelsposten behalten? Das ist natürlich einmal, dass es relativ nah ist zu den jeweiligen Omega-Kofa-Brücken. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich hier hinten noch eine habe, die nicht ganz so ja, weit weg ist, ne? Und auch noch nicht ganz voll ausgebaut ist. Eine Omega-Kofa-Brücke, also hier können wir noch zwei Punkte dran setzen, wenn wir denn wollen. Und das werden wir wahrscheinlich dann auch tun, mit der Zeit. Und da fährt schon Kram weg. Haben wir scheinbar schon... Was beliefert der denn? Roherztransporter, aber der hat ja gar nichts. Oder ist das... Ach ja, der hat gebracht. Und ja, deswegen haben wir auch gerade wieder nur noch 9000 Simoleons. Ja, wir bräuchten irgendwie noch eine Null hinten dran. Ihr seht, wie schnell das Geld verschwindet. Ja, da waren wir eben gerade bei 34.000, jetzt sind wir bei 26.000 wieder. In einem kurzen Schritt. Ja, könnte man die Stadt noch effektiver machen? Was wir ja brauchen, sind zu viele Verbrechen. Bitte was? Zu viele Verbrechen? Zu viele Verbrechen. Wo sind denn die zu viele Verbrechen? Doch alles voll safe. Hier fahren überall Polizeiwagen rum. Ist das sogar unser... Wo haben wir denn unser... Wir haben einen Observation Van, oder? Den haben wir gekauft. Oder haben wir den nicht gekauft? Ich gucke gerade mal. Ich dachte... Also wir haben uns auf jeden Fall drüber unterhalten. Das weiß ich. Aber ob wir den dann auch gekauft haben... Wir können auch noch mehr, ne? Festnahmen pro Tag, Gefangene... Ja, Gefängnis ist sehr leer. Ermittlungsflügel. Streifenwagen hilft, Verbrecher festzunehmen, um Gesetzes...
Gesetzesbrechern auf die Spur zu kommen, sind allerdings Kriminalbeamte notwendig. Die parken ihre Überwachungswagen vor den Wohnungen frei herumlaufende Kriminelle, die sie anschließend festnehmen. Also das ist hier dieser Ermittlungsflügel und den haben wir da hinten ja schon. Also den gibt es. Den könnte man nochmal bauen. Da haben wir, hätten wir dann noch ein bisschen mehr. Aber das lassen wir erstmal, weil wir wollten ja eigentlich da hinten weiterbauen. Und ich sehe leider noch immer kein Schiff, das hier anlegt. Bisschen schade. Also, da erwartet man das ja doch. Stand da, jede 180 Minuten ist sowas. Ein Chemikalienunfall. Dafür haben wir ja unsere Feuerwehrdrohnen. Eigentlich. Oder? Schwupp. Ja, unsere Feuerwehrdrohne hat das Ganze erledigt. Sehr schön. Hier gibt es ein neues großes Gebäude. Und hier der Klärschlamm-Co. Ist auch guter Dinge. Omega ist einfach einmalig. Die freuen sich alle. Achso, und wir haben hier, glaube ich, noch nicht. Genau, wir wollen natürlich auch das importieren. Prozessoren haben wir bisher, glaube ich, einfach nicht das Geld gehabt, um die zu importieren. Da sind wir wieder. Oh, oh, also was war? Ah. Schlagzeile: Zombies entwischen aus der Quarantäne. Laufen die Monster bei ihnen frei im Hof herum? Ja, wo sind sie denn? Wo sind denn unsere Zombies? Zombie-Apokalypse? Bitte wo? Schon vorbei? Wenn da die Polizei nicht schnell reagiert hat. Oder sehe ich sie einfach nicht? Muss ich da nachgucken? Und gerade mal hier bei der Polizei, ist da irgendwas? Es scheint einfach niemand da zu sein. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Hm. Also diese Polizeibeamten sind zwar hier. Oh doch, da ist ein Zombie. Ein Zombie! Also doch. Wo ist der Zombie? Hält Ausschau nach leckeren Gehirnen. Ja, so leckere Gehirne. Und hier sind sie scheinbar auch. Zu wenig Platz. Die fressen dann die ganzen Demonstranten. Das ist ja nicht so schlimm. Und das Rohöl kommt nicht weiter, weil hier ein Polizeiauto steht. Hm. Man könnte auch hier diesen Fu-Turm bauen. Naja, das machen wir unserer Casino-Town. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir die auf jeden Fall jetzt aufbauen, weil Omega. Also Omegania sieht ja schon recht komplett aus. Und ich glaube, wir breiten uns einfach dann in eine andere Region aus. Lerningen muss natürlich auch noch aufgebaut werden. Ist ja unsere Luxusstadt so ein bisschen, ne? Da muss ein bisschen auch neuer Schwung rein in die. Aber das machen wir dann. Und hier haben wir jetzt auch ein bisschen Rohöl drin. Ja, es passiert leider. Es tut mir ja leid, dass, also Zombie kommt zum Apokalypse, haben wir jetzt scheinbar unter Kontrolle. Passiert nicht so viel, wirklich. Und ansonsten, ja, ihr seht, das Geld kommt, aber es geht auch ganz schnell wieder. Das liegt einfach daran, dass wir hier momentan die Lager füllen und leider nicht mit Transportschiffen. Ich bin ja wirklich ein bisschen beleidigt, muss ich gestehen. Also, dass hier nicht mal ein Transportschiff kommt. Denn steht ja ganz klar da, dass am Umschlagplatz eigentlich sowas gebaut werden sollte. Standardfabrik. Oh, guck mal, ich glaube, wir brauchen wieder mehr Leute. Mehr Leute der unteren Einkommensschicht. Dann fügen wir halt noch eine Etage zu. Wie sieht es bei der aus? Hier ist guter Dinge. Und dann bauen wir einfach noch mehr Menschen hier rein. Wir sind jetzt bei 300.000 Leute, die bei uns wohnen. Das ist ja ganz gut, ne?
Aber man merkt auch so langsam daran, dass einfach die Verkehrsprobleme wieder weiter zunehmen. Es ist jetzt hier 4 Uhr in der Nacht und es ist trotzdem extrem viel los auf der Straße. Ja, guckt euch das an. Es fährt und fährt und fährt. Schub, 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 schub. Ja, gestern Nacht haben wir es aus den Gräbern erhoben. 12 Sims gestresst. Gefressen. Ach so. Okay. Ja, 12 von 300.000. Das ist natürlich blöd, aber naja. Also Zombie-Apokalypsen, ne, denkt man sich ja eigentlich eher mal so. Die Stadt ist hinüber. Aber nein. Und vor allem ist die Zombie-Apokalypse vorüber um 6 Uhr morgens. Na gut. Was will der? Ach ja, das ist ein schöner Ausblick. Wir sollten das Eisenbahnnetz unserer Stadt zum Frachtversand nutzen. Wollen Sie nicht mit Hilfe eines Güterbahnhofs eine Verbindung zum Schienennetz herstellen? Das würde ich sehr gerne machen. Ich kann es ja mal annehmen, aber ich glaube, es funktioniert einfach nicht, weil wir viel zu weit weg sind vom Güterbahnhof. Wir versuchen es trotzdem mal. Geht das? Es würde vielleicht gehen, aber nein. Nein, nein, das funktioniert nicht. Und deswegen lehnen wir das direkt wieder ab. Nein. Das hier. Verdienen Sie mit Hilfe benachbarter Städte 2015 ein Franchise gewinnen. Ja, das stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich glaube, es ist auch nicht ganz so wichtig. So. Wir sind hier noch immer weiter am Geld scheffeln. Und ihr seht, unsere Gewinne sind wieder gestiegen. Wir waren vorhin bei 27.000 und jetzt sind wir schon bei 33.000. Ich glaube, das liegt auch durchaus daran, dass wir natürlich jetzt hier auch eine Omega-Fabrik mehr haben. Und vielleicht auch, dass wir ein paar mehr Sims hier mit reinkriegen. Immerhin jetzt hier gesamt haben wir gestern 33.000 Simoleons. Das ist schon wieder fast voll. Jetzt wollten wir doch noch mal eine Durchgangsetage bauen, würde ich sagen. Eine Skybridge. Oder haben wir die schon? Nee. Bauen wir dann auch mal hier gleich rein. Zack. Und dann setzen wir noch ein paar Brücken von Punkt A nach Punkt B. Hier einmal zu dem, zwischen dem und dem. Und dann zwischen dem und dem. Dann wird vielleicht auch mal eine etwas größere Skybridge zu sehen sein. Ja, werden wir uns gleich angucken. Oh, jetzt sogar 35.000 Simoleons die Stunde. Gut, dass wir hier keinen Preisverfall haben und trotzdem die Sachen noch immer auf der gleichen Teuerung sind. Ist ja momentan in Russland ein großes Thema, ne? Dass dort die Preise so verfallen und die Leute ganz, ganz wenig mehr mit ihrem Geld kaufen können. Oder die Preise steigen und der Rubel verfällt. Das ist wirklich problematisch, wenn man das hat. Sollte man sich nicht für Deutschland wünschen. Für die zumindest, die in Deutschland wohnen. Für den Euro, kann man sagen. Dann glaube ich, decke ich so ziemlich alle meine Zuschauer ab. Und bin ich jetzt mal interessiert, wie das jetzt hier funktioniert. Skybridge, wo wir die dann hinsetzen können. Und in der Zeit haben wir hier schon mal okay, nicht mehr 47.000 Simoleons, sondern nur noch 35, 38. Fast kein Rohöl mehr. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir wirklich noch relativ viel hier an Rohstoffen besitzen, ist, dass die einfach nicht durchkommen zu den Produktionsanlagen, wo sie eigentlich benötigt werden. Aber wobei, das ist schon okay. Wie sieht es eigentlich hier jetzt mit unserem. Oh ja, das ein bisschen ist es besser geworden, ne? Es war vorher schlimmer. Da war alles rot. Also da hat tatsächlich unser Wellbeing-Wagen da ein bisschen was gemacht. Und hier leuchtet es rot. Was ist da los? Control-Net erforderlich. Ja, jetzt aber nicht mehr. Sehr schön. Da gab es scheinbar noch genug Control-Net und den Jungs hier fehlt es allen an Omega. Da würde ich ja sagen, gerne, dass die das machen sollen, aber wahnsinnig. Muss ich mir wirklich so eine Kontrollnetanlage bauen? Wo soll die denn noch hin? Ich habe doch keinen Platz. Hier so ins Eck. Warum will ich hier so ins Eck bauen? Ach ja, komm, scheiß drauf. Bauen wir sie halt. Ja, die kann natürlich jetzt wieder nicht so gut bauen, weil nicht so gut Arbeit leisten, weil die braucht vor allem hohe Einkommensnehmer.
Davon haben wir natürlich nicht so viel. Na gut. Haben wir wieder ein paar Leute in Arbeit gebracht, in Lohn und Brot. Ah, und das Terminal ist fertig. So, und dann bauen wir jetzt mal vom Terminal aus. Ich glaube, das geht hier rüber. Ja, da ist die Sky Bridge. Kann ich die jetzt nicht da bauen? Oder muss ich hier rüber gehen? Ich glaube nicht. Ah, wie habe ich das denn das letzte Mal gemacht? Also, Sky Bridge. Da, jetzt funktioniert's. Warum auch immer es eben gerade nicht funktioniert hat. Aber es geht nicht. Ah, doch, da. Wow. Ja, interessant. Ja, und da fahren sie tatsächlich. Na gut. Aber das kann man nicht angeschlossen werden. Es geht nur hier zwischen diesen beiden, aber ich würde es ja gerne zwischen diesem und diesem. Schade. Warum funktioniert das nicht? Das ist doch doof. Na gut. Also auf jeden Fall haben wir die beiden jetzt verbunden, die beiden Türme. Das ist auch gut. Ich glaube, das wird ein bisschen was an Verkehr wieder hinter uns bringen. Und da muss ich schon wieder aufhören, glaube ich. Ja, sogar ganz, ganz dringend. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht schon wieder zwei Stückchen habe. Na gut, dann freue ich mich auf das nächste Mal und dann sehen wir uns dann, wenn es wieder heißt Let's Play SimCity, Omigania oder vielleicht Lerningen. Bis dann.